Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Brettspielvideo. Ich hatte ein Gewinnspiel gemacht, dabei hatte ich gefragt, was würdet ihr verändern oder was habt ihr auch für Kritik an meinem Kanal, um das mal zu hören. Und zwei der Sachen oder das am zweitmeisten genannte war die Kamerahöhe, die habe ich ein bisschen höher gemacht diesmal, ich hoffe, das passt so. Und dann das Licht, das ist jetzt nicht mehr die gute Deckenleuchte, sondern es gibt Hintergrundbeleuchtung, die ich mir gegönnt habe. Ich hoffe, das macht doch einen gewaltigen Unterschied. Jedenfalls wirkt es so bei Testen, Aufnahmen, die wir hier selber gemacht haben. Ja, ich will anfangen mit der neuen Ausstattung mit einem Spiel vom Moses Verlag, was wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt. Und ob das zu Recht so ist oder ja, vielleicht doch ein Spiel ist, was in mehr Regalen stehen sollte, das sehen wir jetzt, denn es geht um No Return, es gibt kein Zurück. Ab 8 Jahren, das kann ich gleich sagen, das stimmt auch so, man muss schon so ein Zahlenverständnis haben, das würde ich mit meiner 7-jährigen Tochter, auch wenn sie da relativ gut ist, noch nicht sagen, vielleicht sogar 9, wobei 8, das wird schon gehen im Laufe der nächsten Klasse. 2 bis 4 Spieler und ca. 25 Minuten, das hängt davon ab, wie risikofreudig der erste, oder nicht der erste, aber der schnellste Spieler im Spiel ist. Die Besonderheit von No Return, wenn ich denn die Packung aufkriege und bevor ich die Regeln erkläre, ist, dass eigentlich gar nicht viel drin ist in der Packung, aber das, was drin ist, das ist absolut hochwertig. Und das sind so Art Dominosteine, Art, weil auf Dominosteinen ja oft die gleiche Zahl doppelt draufsteht, die ein bisschen größer sind. Die hier ist sehr klein, aber man hört Qualität einfach super und davon wirklich ein ganzer Sack mit 132 Spielsteinen. Das ist schon enorm und da kann man dem Moses Verlag erstmal nur gratulieren, den Mut zu haben, das Spiel zu bringen, denn das lässt sich sicherlich nicht für 4 Euro produzieren oder weniger, denke ich zumindest. Ja, was macht man mit diesen Steinen? Das gucken wir uns jetzt einfach mal an und deswegen, ja, zur Regelerklärung. Ja, wie funktioniert also No Return? Ich habe die Handsteine jetzt einmal gedreht. Normalerweise hält man sie natürlich so, dass die Gegner sie nicht sehen. Man hat 8 Handsteine auf der Hand. Und ja, mit diesem muss man nun arbeiten und das Ziel ist es, vor sich rein auszulegen. Ich darf in meinem Zug beliebig viele Steine in einer Farbe ablegen. Wichtig ist, es ist wie Solitär, es muss eine Reihe sein. Ich dürfte zum Beispiel gelb ablegen, eine 11 und die 8, die ich hier liegen habe. Und dann zieht man die Steine nach. So, es sind andere dran, dann bin ich wieder dran. Dann sehe ich jetzt, dass ich hier eine schöne Farbkombination habe von 11, 10 und 7. Darf die auch hinlegen und ziehe wieder nach. Und jetzt habe ich nicht vorbereitet, doch ich habe ein bisschen Glück. So, und jetzt kann ich theoretisch bei einem nächsten Mal wieder auch an diese anlegen. Nicht eine zweite pinke, sondern an diese anlegen. Es muss nur von der Reihe passen. Theoretisch könnte es auch eine 7 sein. Es darf nur nie höher sein als der über. So, das Ganze klingt jetzt erstmal ja, sehr einfach. Man macht halt ganz viel. Aber das machen alle Spieler gleichzeitig. So, nun gibt es aber ein Casus Knactus an diesem ganzen Spiel, der relativ, ja, schwierig erst zu erfassen ist. Und zwar der, dass ein Spieler Phase 2 einläuten kann. Und das bedeutet, er sagt Stopp und er möchte jetzt seine Steine, die er ausgelegt hat, wieder abspielen. Das bedeutet nicht, dass für alle anderen Spieler das auch beginnt. Das können die dann jeder für sich entscheiden und noch so lange hinauszögern, wie sie wollen. Wichtig ist, alles, was man nachher an Steinen hier liegen hat, sind Minuspunkte. Und zwar in Höhe ihres Zahlenwertes. Da sieht man auch gleich so ein bisschen, eine Reihe muss nicht immer bei 11 anfangen. Ich könnte auch sagen, ich lasse die 11 einfach liegen beim Auslegen und fange mal der 8 und der 6 an. Oder die 10 lasse ich liegen. Oder ich mache einfach mal wirklich nur eine 3, damit ich sie einfach habe. Das Auslegen funktioniert so und ich habe eins vergessen, weil das für Phase 1 wie für Phase 2 gleich ist. Man kann jederzeit, wenn man nicht auslegen möchte, bis zu 4 Steine tauschen. Die kommen damit aus dem Spiel. Die werden einfach immer in die Schachtel gelegt. Und Schachtel gelegt, man sieht sich schlecht. Und da bleiben sie dann verdeckt möglich, sodass nicht gezählt werden kann, was ist denn eigentlich schon da. Oder was fehlt noch? So, wenn ich jetzt in der Phase 2 bin, passiert Folgendes. Ich muss diese abräumen und zwar mit den Steinen, die ich hier habe und Werte vergleichen. Diesmal geht es von unten nach oben, wie ich sie abkaufen muss quasi. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel, der ist zusammen 21, 28, 29 Punkte wert.
Ich habe drei grüne Steine, 16, 24 Punkte. Jetzt habe ich folgende Überlegung. Ich darf nur eine Farbe hier nehmen. Ich darf also nicht einen roten dazu nehmen. Es müssen immer Farben passen. Ich habe zum Beispiel auch 11 rote. Da kann ich jetzt aber auch nicht den gelben Elber mitkaufen quasi, sondern könnte nur den Achter kaufen, weil immer von unten nach oben. Ich hatte jetzt folgende Überlegung für mich. Das sind 17, 18 Punkte. Ich kann also die zwei grünen ausgeben. Die kommen dann auch in die Schachtel. Und 18 Punkte für mich sichern als Pluspunkte. Das ist die erste Überlegung und das wäre hier auch die beste Überlegung. Die sichere ich mir auf anderer Seite und die kommen in die Schachtel rein. Dann kriege ich wieder drei neue und hier liegt natürlich deutlich, deutlich mehr in einem richtigen Spiel. Und so geht es dann weiter. Jetzt habe ich natürlich das gute Beispiel. Ich könnte mit der gelben 8 einfach die 8 hier kaufen. Eine gelbe 8 kommt weg, eine in meinen Punktstapel. Und ja, so geht es im Grunde weiter. Und da ist dann tatsächlich der einzige Knackpunkt dieses Spiels, auf das alles hinausläuft, oder zwei, ist Risikobereitschaft und wie man diesen Punkt abtimt. Es kann sein, dass man viel zu schnell fertig ist, denn das Spiel geht darum, bis in dem Sack nichts mehr ist. Es endet also nicht, wenn der erste Spieler dann fertig ist, das wäre ja Quatsch, dann wird dieses Prinzip nicht funktionieren, sondern das Spiel endet, wenn der letzte Stein aus dem Beutel gezogen wird, dann wird die aktuelle Runde zu Ende gespielt. Also auch da muss man so ein bisschen mitzählen, wie viele Steine sind da eigentlich noch drin. Und wenn man dann aber fertig ist, kann man jede Runde eins machen, vier Steine tauschen und so das Spiel rasant beschleunigen, weil es sind 132, sind es glaube ich Steine in diesem Beutel. Wenn man jede Runde vier Steine tauscht, dann ja, passiert da schon einiges und es geht sehr, sehr schnell. Ja, wie gesagt, und wer dann am Ende am meisten Punkte hat, gezählt werden die Punkte, die man abgekauft hat, minus die Punkte, die hier noch liegen theoretisch, der gewinnt die Runde. Ja, das sind die Regeln von No Return. Wie es mir gefällt, erzähle ich euch dann am besten jetzt. Ja, ein ganzer Sack voller Dominosteine. Kann das was? Kann es nicht? Ich finde, wenn man sich die Regeln durchliest, dann ist es ganz schwer, dieses ganze Spielgefühl wirklich zu verstehen. Denn es ist Brauch, und das klingt eigentlich mit dieser Einfachheit relativ oder ist relativ komisch, schon ein, zwei Partien, um zu verstehen, wie viel Risiko man gehen darf, ob man hohe oder tiefe Steine legt, ob man einfach auch mal eine Reihe flach beginnt, also bei 3, 4 und dann einfach nur bis 1 runter geht oder ob man immer die höchsten nimmt. Und dann zu wissen, wenn der Erste sagt, er geht in diese zweite Runde über, oh, habe ich ein Problem? Oder oh, aha, kein Problem, da kann ich aber noch weiter sammeln. Und dann braucht es natürlich immer noch, und das ist in diesem Spiel einfach so, das Glück, was zieht man für Steine gerade in der zweiten Phase, wenn man da ja, kleine kriegt, dann kann das schon ein großes Problem werden. Aber, und das muss man auch sagen, ich habe sowas Ähnliches noch nicht gesehen und ja, ich habe das hier unter anderem mit meiner Frau gespielt, die ja, gerne mitspielt, aber so die ganz komplizierten weniger gerne mag als solche Spiele und die fand das auch ganz gut. Und es wird auf jeden Fall irgendwo hier einen Platz finden, denn ich finde es in dieser Art von Spielen, ich kann es mir gut mit meinen Kindern vorstellen, um das Zahlenverständnis zu fördern, ist es ein Spiel, was ich bei diesen knapp mit Kinderspielen auf der anderen Seite 400 Spielen in keinster Weise bisher im Regal habe, was durchaus Taktik hat, natürlich Glück, aber Taktik, Mut weiterzusammeln, Mut, was tatsächlich auch gerade mit meiner Frau passiert ist, die sich dann versammelt hat, weil sie zu lange gewartet hat, um diesen zweiten Schritt dann für sich einzuleiten, denn das ist ja auch ganz wichtig, dass jeder da selber entscheiden kann, wann er aufhört. Und ja, wie gesagt, so ein Spiel, das ist jetzt wahrscheinlich nichts für den absoluten Vielspieler, der die ganzen 3 Stunden Schinken auf dem Tisch hat. Nein. Aber das ist von seiner Aufmachung auch ein Spiel, das kann ich mit meiner Mutter spielen. Würde ich jetzt überlegen, wir fahren im Mai in Urlaub, nehme ich doch mit. Ich glaube, da habe ich mit Opa, Oma, Papa, Mama, Kinder sind im Bett, die können hier eine gute Runde No Return spielen, da bin ich ganz sicher. Und insofern gehen die Daumen schräg nach oben. Für mich ein gutes, ja, dann ist es ein Familienspiel, Mehrgenerationenspiel. Es gibt eine Seite im Internet, die vergibt diesen Mehrgenerationen-Award. Da würde ich das Spiel einfach auch mit dazu zählen, eindeutig. Ist von Marco Teuber, kennt man. Und der Moses Verlag, wie gesagt, da hat sich der Mut, finde ich, gelohnt. Eine der 2019er Herbstneuheiten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal gut findet, natürlich den Daumen hoch nimmt, wenn ihr ihn runtersetzt. Erklärt mir doch einfach nach wie vor, warum. Ich hoffe, dass ich dann schnell alles umsetzen kann. Und ja, mir bleibt nur zu sagen,
sagt es auch natürlich gerne weiter. Und sonst, wann immer ihr dieses Video seht, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder gute Nacht und hoffe, man sieht sich hier wieder. Auf Wiedersehen!